So, Leute, es geht weiter mit Banjo-Tooie. So, das letzte Mal haben wir hier den Klungo besiegt. Ja. Jetzt kommen wir hier hin. Boah, lag. Das Ginger-Dorf. So, und hier gibt's in dem Spiel gibt's ein cooles Future, und zwar das hier. Das ist einer meiner Luken. Wenn du noch mehr öffnest, entsteht ein Netz von Tunneln. Genau, das ist so eine Art Teleporter. Und ja, boah, die fahren hier erstmal durchs Haus durch. Das hier ist übrigens das Ginger-Dorf, wie schon gesagt. Und zwar funktioniert das hier folgendermaßen. Wenn man Gingers einsammelt, kommen die hierher und nicht, soll ich sagen, nicht wie im ersten Teil in jedem Level 5 Gingers, sondern insgesamt werden die hier gesammelt. König Jingle Wings Thronsaal. Und das Fieder kennen wir ja, das hat der geile Ägypter gehabt, der Hüttge, oder wie der immer gemacht hat. Nun, was gibt es? Ich bin König Jingling, König aller Gingers und überhaupt und Herr über dieses Dorf. Mein Reich wirkt etwas leer. Mein Volk wurde von diesen Hexen und ihrer riesigen Maschine in alle Winde verschreut. Eigentlich genieße ich ja die Ruhe, aber ich brauche sie für das Steinballturnier nächste Woche. Klingt mir nicht allzu wichtig. Doch und wie, es herrscht eine große Rivalität zwischen den Gingers und den Maulwürfen. Wenn wir nicht auftauchen, könnte das Probleme geben. Oh yay. Genau. Aber hier ist noch ein Anreiz für die Rettung meines Volkes. Oh mein Gott! Zack, erstes Puzzle. Bling. Ich glaube, du solltest Meister Puzzolo in seinem Tempel aufsuchen. Puss wer? Puzzolo, er ist der Anführer eines uralten und geheimen Ordens, der die mystischen Mächte des Kristallpuzzlos anbetet. Uralter Orden? Kristallpuzzlo? Das hast du doch gerade erfunden. Nein, ehrlich, das ist alles wahr. Ahem. Er ist sehr wichtig, ehrlich gesagt. Ja. Kannst du uns den Weg zeigen, König Dingling? Es wäre mir eine Ehre. Bottles House. Ah, jetzt geht hier der Eingang auf und wir müssen durch Bottles House durch an diese Stelle da. So. Depp, depp, depp. Nicht schlecht für einen König. Ja, sein komisches Haustier-Ding war cool. Suchen wir diesen Puzzlefritzen. Unterdessen? Ja, gerade mal grad hoch die Wand gefahren. Alter, Todessternkanone. Los, Mädels, die Zeit ist da, wie werde ich, wie ich mal war. Deine Reime, sie nerven, hör auf, oder wir es nicht sagen. Oh, meinetwegen. Ja, jetzt reicht sie, glaube ich, gar nicht mehr für den Rest des Spiels. B.O.B. ist das... Was? Ja, red mal normal, dann kann man es auch lesen. Also, Lebensenergie in Tank wird gelagert. Duschen wird Grunti, wenn Tank ist voll. Ja, die Kanone saugt quasi das Leben aus und wenn sie dann halt das Zeugs über irgendwie bekommt, dann hat sie wieder Fleisch. Wie lange wird es dauern, bis der Tank voll ist?
schlank du nicht bist. Also viel wird benötigt. Also, fangt an zu ballern. Geduld, du musst haben. Tja, welch Yoda. Geduld, du musst haben. Der vermaledeite Jingling gab dem Pelzi gerade ein Puzzlo. Da sollten wir wohl den Jinjo-König abballern. Autozielsuche B.O.B. oder Bob hat Knopf, du nur musst drücken. Zack. Aufgewärmt, Bob, nun ist so. Feuersequenz jetzt startet. Piu! Alter, welch Todesstern. Oh, mein Gott. B.U.B. hat getroffen. Lebensenergie. Jetzt stiehlt. Und Farbe, wie sah sie da? Pech, B.U.B. hat gehabt. Bär, wir haben verpasst. Egal, wie steht's mit dem Verräter Jingling? Das muss ich mir jetzt angewöhnen, dass die nicht mehr reimt. Oh mein Gott. Ja, er wurde zum Zombie. Ja, cool. Jetzt wird er noch zu Left 4 Dead. Erfolg, B.O.B. hatte. Jinglings Lebensenergie, die wir jetzt haben. Gut, Mädels, lasst uns die ganze Insel abballern. Dass wir es können, wenn B.O.B. aufgeladen ist. Stunden, das wird dauern. Wer wird sich sicher rechnen oder so wie. Ha, keine Sorge. Jetzt, wo der Maulwurf und Jingling weg sind, steht er allein da. Er wird uns nie rechtzeitig finden. Ja, ja. Hi. So, ja, dann gehen wir einfach mal in Bottles Haus hier. Dip, 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 dip. Zack. Ah ja, hier war die Mucke geil. Deu, deu. Wer bist du denn? Hallo Banjo, wie geht's uns denn heute? Ziemlich gut, Frau Bottles. Oh, das ist eine Frau. Naja, egal. Oh, sehr gut, danke. Erzähl ihr von dem Geister-Mubi. Sei still, Kesui. Wie bitte? Geht es Bottles gut? Er sollte rechtzeitig zum Essen vom Spiral Mountain zurück sein. Er verpasst keine Mahlzeit, wie ihr wisst. Er kommt bestimmt bald zurück, Frau B. Und erstmal eine geile Tasse hier. Banjo-Tooie-Tasse oder so. Das wollte ich gar nicht. Ja, ist gut. So, jetzt ist gegangen. Gut, was haben wir hier Schönes? Ja, was war denn der hier? Oha, heimlicher Liebhaber hier, oder was? Ja, da ist wohl nix. Dip, 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 dip. Dim, 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 dim. Whee! Was ist das denn für einer? Oh ja, genau, hier hat's auch so komische Easter Eggs. Oh, von welchem Spiel ist das schon wieder? Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ist egal. Und Donkey Kong Puppe hat er auch noch. Hallo Banjo, wie heißt der? Lipoon oder so? Gebe ich diese Prototyp-Brille an der Arbeit. Ah ja, unser erster Move. Ist er zufälligerweise mit seiner Arbeit fertig geworden? Oh ja, sie heißt Supersicht-Brille.
Wie funktioniert sie? Ja, jetzt können wir... Ja, komm, das erkläre ich kurz selber. Jetzt können wir einfach, wenn wir... Ja, durch die Augen gucken, können wir quasi zoomen. Ja, das war's auch schon. Ja, sonst gibt's hier nichts, so wie es aussieht. Ja, zurück, oder? Oder, Moment. Gab's hier einen anderen Weg irgendwie? Nee. Gut. Da muss ich jetzt hier lang. Oh. Hi, Klasi. Okay, Klasi. Ich und mein Papa spielen nächste Woche im Steinball-Turnier im Jaus-Stadion. König Chingeling hat das extra für meinen Papi organisiert, weil er doch so ein Held ist. Ihr habt nichts zu wegen Ersatzspieler. Wozu den Ersatzspieler? Mein Papi ist der Beste im ganzen Team. Ich bin sicher, das war, ist er. Und wusst ihr, dass der Tunnel da drüben mein Geheimausgang ist? Praktisch, nicht wahr? Das wissen wir schon, König Dingerling ist ein persönlicher Freund von uns. Er hat ihn extra für uns geöffnet. Nett? Ja, wirklich nett. Hier ist nochmal so ein Poster. Oh. Wow. Okay, ne. Na, das wollte ich gar nicht. Okay. Wie würdest du reagieren? Ich verstehe nicht, was meinst du? Nichts. Okay. Gut. So. Oh, der Party ist ja schon bald wieder zu Ende. Hexerland, mystischer Mulde. Boah, ich bin Puzzler und dies ist mein Tempel. Wenn er mich sehen möchte, muss er zuerst mein Torwächter passieren. Ja, es ist einfach, man muss genug Puzzles haben, um da rein zu können. Ähnlich wie die Bilder im ersten Teil, einfach dass es immer nur an der Stelle ist. Und jetzt gleich mal wieder ein Porter. Ja. So, sag mal. Bisschen schwul, aber naja. Scheint ja Spaß zu machen. Glaubst du, wir sind würdig? Es kommt darauf an, um dich als würdig zu erweisen, musst du Bilder nach Puzzles im Bild sammeln. Und wie genau sehen die dann aus? Puzzleteile, auch bekannt als Puzzles. Das kommt mir bekannt vor. Ja. Wie viele hast du denn? Wie es scheint, hast du genug Puzzles angesammelt, um eintreten zu dürfen. Nicht vergessen, keine Kamera, sondern nur Speis von Mac Puzzler. Ja, der war nicht schlecht, aber ist egal. Gut, das machen wir noch kurz. Ich hoffe, im Emulator hat es da keine Störungen. Puzzlers Tempel. Sei gegrüßt, du Auserwählter. Er hat den Tempel des heiligen Puzzlo betreten. Trete er vor den goldenen Monolithen, will er prüfen, ob er wert ist, einzutreten. Ja, gut. So. Drücke RB. Ja, gut. So, jetzt muss man hier nämlich Passes einfügen. Ich glaube, das ist aber verpackt hier, kann das sein? Ah, ne. Ist ja... Gut, er muss das Bild vor ihm vervollständigen, wenn er dort hinreisen möchte. Benutze er den 3D-Stick, seine Hand drücke er Arm. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Gut, jetzt müssen wir hier so das Puzzle zusammensetzen. Zack. Nee, Moment, das geht ja gar nicht. Hier muss das. Zack. Und das muss... Da, oder? Hä? Egal. Nehmen wir jetzt das hier. Das kommt nämlich ganz sicher hier. Das kommt da. Zack. Achso, hier hat es einen Grafikbug. Ja, geil. Er hat Puzzlos Aufgabe 1 gelöst. Nun wird er ihm den Weg weisen. Ja, hat also wirklich ein bisschen Grafikbug. Das ist scheiße. Aber, naja. Sagen wir es hinkriegen, ist ja mehr oder weniger egal. Gut, okay. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzlo. Okay. Also die haben aber alle hier so einen Todessternstrahl. Hätten wir den nur im ersten Teil gehabt.
mystische Mulde. Ja, gleich außerhalb von dem Ort hier, wo wir jetzt drin sind. Zack. Und open. Für Aufgabe 2 hat er nicht genügend Puzzlos. Kehre er zurück, wenn er genügend gesammelt hat. Ja, gut, dann beende ich hier, glaube ich, den Part. Und im nächsten gehen wir dann in die erste Welt. Die habe ich ganz schnell. Naja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann.